Tiefenentspannt vor der Megasause, Heidi und Tom lassen es sich vor ihrer Hochzeit am Wochenende bei einer kühlen Erfrischung und ein bisschen Shopping nochmal richtig gut gehen. Sind ja auch schon fast alle Klumps angereist auf Capri. Mama Erna, Tochter Leni, Sohn Henry und Toms Bruder Bill. Völlig relaxed und beinahe unerkannt schlendert die Truppe durch die Gassen einer Stadt auf Capri. Kräfte sammeln, bevor der Partymarathon startet. Es wird am Freitag Pre-Partys geben, Pre-Wedding-Partys, das heißt, es wird vorgefeiert. Dafür sind angeblich ein ganz berühmtes Beach-Restaurant und ein ganz berühmter Beach-Club gemietet worden. Dann findet am Samstag ja die richtige Hochzeit statt auf einer Yacht. Ungefähr 120 Gäste sollen da eingeladen sein. Und am Sonntag, da wird nachgefeiert. Also auch da wurde ein ganz berühmtes Beach-Restaurant gemietet. Na, da scheint ja alles schon perfekt organisiert zu sein. So entspannt und gelassen, wie die alle sind. Heidi, ihr Tom und die ganze Familie schlendern am Abend gemütlich durch die beschaulichen Gassen von Capri. Kurz zuvor hat Heidi schon ein Foto auf Instagram gepostet und verraten, wo sie ist. In der Stadt haben sich dann natürlich die Paparazzi direkt an sie gehängt. Und die werden sich auch in den kommenden Tagen nur schwer abschütteln lassen. Doch Heidi und Tom machen es den Fotojägern bei der Trauung am Samstag nicht leicht, wie wir rausbekommen haben. Hier habe ich exklusiv aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der berühmten Christina Onassis Yacht heiraten sollen. Die knapp 100 Meter lange Luxusjacht gehörte früher Aristoteles Onassis und seiner Frau Jackie O, ist also mit dem Besten vom Besten ausgestattet. Angereist ist der Klum-Clan übrigens schon vor 2 Tagen in Neapel. Heidi zusammen mit ihrem Bräutigam Nummer 3 Tom, seinem Bruder Bill sowie Heidis Mutter Erna Klum und ihre Kinder Henry und Leni. Da wurde es am Abend und bei der Hitze auch mal Zeit für einen gemütlichen Stadtbummel.